Seit heute sind die Schulen geschlossen. Bis zum 18. Dezember findet Distanzlernen statt. Dann beginnen die vorgezogenen Weihnachtsferien. Der Einzelhandel, Massage- und Kosmetikstudios sowie Friseure müssen schließen. Weiterhin geöffnet bleiben Geschäfte für den täglichen Bedarf wie Supermärkte, Apotheken und Banken. Die bestehenden Kontaktbeschränkungen gelten weiter. Demnach dürfen sich nur 5 Personen aus maximal 2 Hausständen treffen. Von 21 Uhr bis 5 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Die Wohnung darf in dieser Zeit nur aus triftigen Gründen verlassen werden. Dazu gehören medizinische Notfälle, die Arbeit oder die Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen. Die angekündigte 10-Personen-Regel für Weihnachten wurde wieder rückgängig gemacht. Am 24., 25. und 26. Dezember darf sich ein beliebig großer Hausstand mit maximal 4 weiteren Personen treffen, zuzüglich deren Kinder bis 14 Jahre. Die 4 Personen dürfen zwar alle aus verschiedenen Haushalten kommen, allerdings dürfen sie nur aus dem engsten Familienkreis stammen. Erlaubt sind Lebenspartner, Verwandte in gerader Linie sowie Geschwister. Die nächtliche Ausgangssperre gilt aber auch an den Weihnachtstagen. Gottesdienste bleiben erlaubt. Es gilt die Einhaltung des Mindestabstands und eine Maskenpflicht auch am Platz. Gemeinsamer Gesang ist untersagt. Der Verkauf von Pyrotechnik ist dieses Jahr verboten. An Silvester und Neujahr besteht ein Versammlungs- und Ansammlungsverbot. Das Bußgeld bei Nichteinhalten der Kontaktbeschränkungen beträgt 150 Euro. Bei Missachten der Ausgangssperre werden mindestens 500 Euro fällig. Die Regeln gelten vorerst bis zum 10. Januar.